Da sind doch einige Überraschungen dabei und Gabriele von Moltke ist bei mir und hat mehr Infos und Zahlen dazu. Gabriele, Franziska Giffey verliert. Woran liegt das? Also zunächst muss man ja mal sagen, sie ist immer noch mit Abstand die am besten bewertete Spitzenkandidatin. Aber mitten in unserer Umfrage platzte eben die Nachricht von erneuten Plagiatsvorwürfen. Erst war es die Doktorarbeit, jetzt auch die Masterarbeit. Aber wenn man sich die Zahlen sehr genau anguckt, zum Beispiel bei den SPD-Anhängerinnen und Anhängern, die mobilisiert sie enorm. Wenn man nur die fragt, sind 63% mit ihr zufrieden. Aber wenn man eben alle fragt, dann sind auch viele Enttäuschte und Kritische dabei. Da reicht es dann nur für 37%. Klar, immerhin. Aber trotzdem, wenn man sich zum Beispiel an Klaus Wowereit erinnert, das waren ja noch mal ganz andere Zahlen, oder? Ja, wir können uns das mal anschauen. Vor 15 Jahren trat Klaus Wowereit an. Vor seiner Wahl waren starke 69% mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Das nahm dann etwas ab. Aber auch Michael Müller hatte vor seiner Wahl 2016 eine Bewertung von über 50%. Und jetzt sind es nur noch 37 bei Frau Giffey. Aber nun haben ja auch durchaus CDU und die Grünen noch Chancen, den regierenden Bürgermeister zu stellen oder die regierende Bürgermeisterin. Wie sieht es bei denen aus? Ähnlich schwach oder anders? Ja, sogar noch viel schwächer. Wenn wir uns mal die CDU anschauen, die ging ja in den letzten Jahren durchweg mit relativ schwach bewerteten Kandidaten ins Rennen. 2006 war das Friedbert Pflüger, anschließend zweimal Frank Henkel. Der hat sich auf 31% zufriedene Bewertungen hochgearbeitet. Und bei Kai Wegner, dem jetzigen Spitzenkandidaten der CDU, sind es also nur 16%. Das ist nur die Hälfte von dem, was Henkel erreichen konnte. Und auch die Grünen geben ein ziemlich schwaches Bild ab. Da war die bisher erfolgreichste Kandidatin in den letzten 15 Jahren Renate Künast, die als ehemalige Bundesministerin relativ stark überzeugen konnte. 43% waren das für sie. Und Bettina Jarasch, die jetzt antritt für die Grünen, liegt nur bei einem Viertel davon, 11%. Also insgesamt hat es schon lange nicht mehr so wenig Begeisterung für Spitzenkandidatinnen und Kandidaten gegeben wie jetzt. Also Rückenwind gibt es da von den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten wahrlich nicht. Der Zugpferd sieht anders aus. Ist das das einzige Problem von CDU und Grünen? Also ich glaube, dass in den Umfragen sich ein sehr starker Bundestrend zeigt. Der schlägt sehr stark durch in diesem Jahr. Im Positiven aktuell für die SPD, im Negativen für CDU und Grüne. Bei den Grünen beispielsweise, die standen ja vor 4 Monaten in Berlin auf dem Spitzenplatz. Das war der Baerbock-Effekt und der verpuffte schnell. Und das Bild haben wir eben in vielen Wahlkämpfen der Grünen in den letzten Jahren gesehen in Berlin. Es ist fast ein bisschen wie ein Fluch. Am Anfang sind sie vorne. Und im Wahlkampf verpulvern sie dann ihre Chancen. Aber wenn man jetzt noch mal auf die Zahlen von der Sonntagsfrage schaut, da sieht es ja schon so aus, dass es wieder für Rot-Rot-Grün reichen würde. Das wäre eine Variante, ne? Das wäre eine Möglichkeit, aber die SPD hätte, wenn das Wahlergebnis wäre, durchaus Optionen. Sie könnte nämlich auch mit CDU und FDP eine sogenannte Deutschlandkoalition bilden. Franziska Giffey hat also Auswahl. Und in den letzten 4,5 Wochen bis zur Wahl kann ja auch noch einiges passieren. Absolut. Und es gibt auch immer jede Menge Unentschiedene. Wie ist das diesmal? Kann man das schon sagen? Ja, auch diesmal sind ganz typisch für die Situation jetzt so 4, 5 Wochen vor der Wahl sind 17% der Befragten, die sagen, wir wissen noch gar nicht, für wen wir uns entscheiden sollen. Da ist also noch viel Musik drin für die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Super, es bleibt also spannend. Vielen lieben Dank, Gabriele. Ja, und neue Zahlen, die gibt es auch bei den Inzidenzen. Aber da ist der Trend ganz klar, nämlich nach oben. In Berlin genauso wie in Brandenburg. Und deshalb werden in Brandenburg jetzt die Corona-Regeln geändert. Ab Samstag gibt es eine neue Testpflicht für Kinder ab 6 Jahren schon. Also für den Besuch im Kino oder Restaurant mit den Eltern müssen sie dann auch einen Nachweis in der Tasche haben. Idealerweise den aus der Schule. So, was sich noch alles ändert, das weiß Friedrich Hergt.